der Tat besaß das Deutsche Reich damals die zweitgrößte Marine der Welt. Wer wurde der König des Südens? Die militärische Allianz zwischen Großbritannien und den USA. Dieser König kämpfte im Ersten Weltkrieg mit einem überaus großen, mächtigen Heer. Und der König des Nordens sollte durch ihn weggefegt werden und gedemütigt werden. Das bedeutete aber nicht das Ende für den König des Nordens. Er würde zurückkehren und gegen den Heiligen Bund wühlen. Außerdem würde er das beständige Opfer entfernen. Das erfüllte sich, als er die Freiheit zu predigen massiv einschränkte. Viele Diener Gottes wurden eingesperrt und hunderte von Glaubensbrüdern, darunter auch viele Gesalbte, wurden getötet. Nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg wurde die Sowjetunion der König des Nordens. Sie unterstützte den König des Südens darin, den abscheulichen Verwüster aufzustellen. Die Vereinten Nationen. Damit erfüllten sich die Worte, er wird den Gott seiner Väter nicht achten.